Gott sei Dank, einen Teich. Vielen, vielen Dank, dass Sie sich kurz Zeit genommen haben, uns hier mal ein bisschen was zum Urbaneum zu erklären. Vielleicht sagen Sie mal dazu, was hat das überhaupt damit auf sich? Energieversorgung in Wohnquartieren sind sehr komplexe Dinge. Die Komplexität ist schwierig vor Ort darzustellen und hier haben wir es geschafft, einen großen Demonstrator zu errichten und wir können hier letzten Endes innerhalb dieses Windnotprojektes zeigen, wie die verschiedenen Branchen innerhalb eines solchen Projektes in den Quartieren zusammengehen. Würden Sie sagen, dass durch die Mitwirkung jetzt am Vinode-Projekt, dass es auch geholfen hat, dieses gesamte Projekt Urbaneum weiter in die breite Öffentlichkeit zu tragen? Auf jeden Fall. Das Urbaneum ist ein wichtiger Demonstrator, eben nicht nur ein Forschungs- und Entwicklungszentrum für Produkte und Dienstleistungen innerhalb der digitalisierten Gesellschaft, sondern genauso ein Ort, wo der Wissenstransfer stattfindet, eben nicht nur zu Forschungspartnern, sondern auch eben zu normalen Bürgern, für die es letzten Endes genauso wichtig ist, weil Energiewende findet immer vor Ort statt. Windnot ist für uns eigentlich ein Stück weit eine Blaupause fürs Energieversorgungsnetz, wie wir es ausrollen können, wenn alles gut funktioniert. Und daran glaube ich, dass es so funktioniert.